Sehr geehrte Damen und Herren, Sie kennen das wahrscheinlich, wenn Sie, wir reden ja heute viel über Mainstream-Medien, das macht aber Spaß, weil da finden wir ja inzwischen statt. Und Sie wissen, die Immobilienbranche wird immer in den Bereich in die Nähe des Tierreiches gerückt. Ne? Da kommen immer mal wieder so Tiervergleiche. Sie kennen das, also eines der beliebtesten Tiere ist die Heuschrecke und dann gibt es auch noch die Haie. Und aus der Immobilienwirtschaft selbst kommt aber jetzt ein Tier, das ist auch eine Zuschreibung in Bezug auf die Branche, es ist die Schnecke. Und zwar kommt das dadurch zustande, dass gesagt wird, ja, die Nachhaltigkeitsbestrebungen, und das fand ich auch so toll an den Referaten heute, es geht zu langsam voran. Claudia Kleinert hat gesagt, sie hält ihren Vortrag schon seit 10 Jahren so und erst wenn es ans Geld geht, bewegt sich was. Wir haben eben noch mal gehört von deinem Vortrag, ja, wir brauchen auch die Digitalisierung, damit es vorangeht. Und was wir jetzt in dieser Runde ein bisschen diskutieren wollen, wie kann man denn Druck auf das Thema kriegen? Wie kann man die Portfolios ja dekarbonisieren, den Taxonomieverordnungen gerecht werden, wenn man eine Schnecke ist? So, und da wollen wir gucken, was ihr Lieben, die ihr jetzt hier vorne seid, ja, für Ideen habt, vielleicht auch noch mal kritisch zurückguckt, denn letztendlich sind diejenigen, die in den Unternehmen das auch begleiten und vorantreiben müssen, ja, häufig die, jetzt kommt das andere Tier, das Küken, nämlich diejenigen, die mit einem jungen, frischen Blick auf diese Themen gucken. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr alle da seid. Direkt neben mir Manuel Ehlers, Head of Sustainable Property bei der Triodos Bank. Als gelernter Wirtschaftsingenieur mit Spezialisierung auf nachhaltiges Bauen finanziert er für die Triodos Bank in Deutschland sozial-partizipative Projekte, Atelierhäuser, junge genossenschaftliche Wohnprojekte und Projekte mit sozialen Trägern. Du hast aber in der Immobilienwirtschaft angefangen, das heißt, du kennst beide Seiten. Du warst in der Projektentwicklung und bist jetzt auf der finanzierenden Seite. Schön, dass du da bist. Dann ist Christine Damke bei uns. Sie ist Co-Founderin und Partnerin bei Beyond Build. Sie ist Architektin, hat über 20 Jahre Expertise in der Digitalisierung. Sie hat gesagt, ihr Vater hat Kliniken miteinander digitalisiert und vernetzt. Also du bist Arbeitsämter. Genau. Also du bist sozusagen per Familienleben ein digitaler, denkender und arbeitender und fühlender Mensch. Sie war als Standortleiterin für Think Project und als Group Manager Digital Consulting für die Strabag tätig und hat seit 2020 für die Investmentplattform Beyond Build hat sie mitgegründet, wo sie neben den PropTech Investments auch die Beratungsboutique Beyond Build Experts verantwortet. Ja, dann ist bei uns Robert Kittel, Head of Sustainability and Future Research bei Alstria.